1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben. Wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Sendewoche. Wie immer montags mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch jetzt unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Anna und Anna ist 38 Jahre alt. Morgen, Anna. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, ja. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe aus einer Situation an, die man sich nicht so wünscht. Ich war mit meinem Lebensgefährten im Urlaub und der ist da verschwunden und insgesamt seit 18 Tagen nicht mehr zurück. Ach. Und wir sind nicht nur eine Partnerschaft, sondern haben auch zusammen eine Firma. Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? 10 Jahre. 10 Jahre. Und ihr wart jetzt kürzlich in Urlaub? Wir waren auf Ibiza, ganz klassische Aussteigerinsel. Ja. Und er ist seit 18 Tagen weg. Genau. Seit wann bist du jetzt wieder zurück in Deutschland? Seit 2.10. Seit 2.10. Erzähl mal, wie es dir aufgefallen ist, dass er weg ist. Wann ist es dir aufgefallen? Indem er nachts nicht nach Hause gekommen ist. Ins Hotel? Genau. Ja. Und dann habe ich ihn, ja, ich habe 2 Tage gewartet und war bei der Polizei. Und in Spanien ist es so, dass man da wohl als Deutscher am besten Callcenter anruft. Und die können einem in der Landessprache weiterhelfen. Und da bin ich dann ins Hotel und wollte von da aus anrufen. Ja. Und dann war er dann da und tat, als ob nichts wäre. Und dementsprechend sauer war ich natürlich und bin dann erstmal wieder gegangen, weil ich dachte, es geht so gar nicht. Moment, er war da? Dann. Genau, er war dann da, tat, als ob nichts wäre, nachdem er 2 Nächte nicht zurückkam. Ja. Und ich hatte 2 Mädels kennengelernt, war mit denen auf der Rolle, so von wegen, klar, logisch, er lasst den Alten mal zappeln. Aber hat er denn gar nichts gesagt, warum er 2 Tage weg war? Nein, er hat gedacht, dass ich irgendwie da von mir aus ihn frage und frage, ach, und du Armer und so, ne? Er hat halt cool gemacht, ne? So männlich halt. Ja, aber du hast, das habe ich gerade richtig verstanden, auch nach 2 Tagen erst die Polizei benachrichtigt. Genau. Auch das finde ich ungewöhnlich, dass du 2 Tage gewartet hast, wenn dein Partner weg ist. Die erste Nacht waren wir zusammen in der Diskothek und da bin ich so um 5 ungefähr gegangen, weil es mir zu laut war und es war einfach nicht meine Party. Ja. Zu viel Drogen und weiß ich nicht. Ja. Und die Nacht kam er nicht nach Hause und dann habe ich gedacht, okay, der pennt vielleicht am Strand oder irgendwas. Und dann kam er die nächste Nacht auch nicht nach Hause und dann bin ich zur Polizei. Mhm. Die haben auch andere Dinge zu tun, so, denke ich. Jetzt hast du ihn einmal dann nochmal gesehen. Genau. Und dann war er danach gänzlich weg. Dann war er danach gänzlich weg und kam auch dann 3 Tage später zum Abflug nicht. Mhm. Und mit den Eltern bin ich dann zusammen zur Polizei in Deutschland, habe erstmal eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die üblichen Fragen. Hatte er Geld dabei? Kreditkarte. Ist schon kontrolliert worden, ob die Kreditkarte in Anspruch genommen wurde? Der hat noch eine EC-Karte und da waren Abbuchungen. Und die Abbuchungen waren auf Ibiza oder woanders? Ausland und Il Balear. Also ich vermute, dass es Ibiza ist. Ja, was heißt Ausland? Also Ausland, dann Ibiza, das meinst du damit? Nee, da steht auf der, je nachdem, was für ein Automat das ist, steht da Auslandslastschrift. Da kannst du nicht erkennen, ach so, wo das herkommt. Ach so. Und du sagst, ihr habt zusammen eine Firma. Genau. Das heißt, ihr tragt gemeinsam große Verantwortung? Genau, auch für andere Menschen. Jetzt müsstest du doch eigentlich völlig, völlig durch den Wind sein. Du klingst aber irgendwie eher, ja, etwas, ja, ich will mal fast sagen, gelassen schon. Nee, ich versuche einfach stark zu bleiben. Ja. Ich mein, was ist deine Vermutung jetzt? Ist ein Verbrechen vorgefallen? Ist er... Nee, dadurch, dass da Abbuchungen waren, denke ich mal, und er hat auch noch mal E-Mail geschrieben, denke ich einfach mal, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder hat er irgendwelche Freaks kennengelernt. Stopp mal, er hat eine E-Mail noch geschrieben? Mhm.
Was hat er in die E-Mail reingeschrieben? Ich habe ihn einmal gefragt, kommst du zurück? Und dann hat er gemeint, vielleicht, ich schiebe das jeden Tag. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, was würdest du ändern wollen? Und da hat er geschrieben, I know I can change. Also und an den Kunden schreibt er, als ob nichts gewesen wäre. Also klingt ja eher so, als wäre er eher so auf dem Aussteigertrip. Genau. Und hätte keinen Bock mehr auf Firma, auf dich. Genau. Habt ihr Kinder? Nee, gar nicht. Aber er hängt sehr an seinen Eltern. Ja. Und die Eltern sind auch sehr bemüht und er antwortet auch in einer gewissen Weise, indem er sehr abgehackt mit ihnen redet. Also er sagt einfach nur, es geht ihm gut. Also was heißt redet? Telefoniert er mit den Eltern? Ja, er hat, nachdem wir die Vermisstenanzeige aufgegeben haben, seltsamerweise passend dazu am Abend geantwortet, sodass wir die wieder haben fallen lassen. Aber das ist auch schon wieder 2 Wochen her. Und ihr wisst aber nicht, wo er sich aufhält? Genau. Ja, und ich habe da ein bisschen rumspioniert, habe festgestellt, dass er irgendwie eine Affäre wohl hatte. Mhm. Also es drängt alles auf Aussteiger, aber wir haben auch große Anstrengungen hier gebracht, um die Firma neu aufzubauen. Und es lief gerade alles richtig gut. Ja, also, was ist das für eine Firma, wenn ich fragen darf? Internetagentur. Internetagentur. Habt ihr viele Angestellte? Nein, wir sind ein normaler kleiner Laden. Ja, wenn er jetzt alles hingeschmissen hat, kommt er an euer Geld ran, an euer gemeinsam verdientes Geld? Hat er ein jetzt gecancelt alles. Also kommt er nicht ran? Jetzt nicht mehr, aber ich habe auch festgestellt, dass er anscheinend noch andere Konten hatte, wo er Kredite aufnehmen kann. Das klingt ja auch danach, dass er nicht nur vielleicht unzufrieden mit seiner Arbeit war, sondern auch unzufrieden mit dir war, mit euch war, genau. Mit der Beziehung. Genau. Hattet ihr viele Probleme in der letzten Zeit? Also ich würde mal sagen, wir hatten große Probleme und ich hatte den Eindruck, dass diese Probleme sich gebessert haben. Aber den Eindruck hattest du nur, denn das war ein Eindruck. Genau. Was waren das für Probleme? Ich glaube, dass er generell Probleme hatte, sich Situationen zu stellen, weil er hat eigentlich immer Menschen, die ihm nahe standen, da hat er sehr ausweichend reagiert. Also er wollte keine Verantwortung übernehmen. Deswegen scheint Ibiza auch ein sehr guter Ort zu sein. Wenn man sowas macht, hat man auf Deutsch gesagt, so die Faxen dicke mit dem alten Leben, wenn man so einen gravierenden Schritt unternimmt, wie er offensichtlich unternommen hat. Du sagst, er hat engen Kontakt zu, oder eine enge Bindung zu seinen Eltern, dann tut er denen das ja auch an. Genau. Er tut es dir auch an. Und er denkt nicht darüber nach, wie du dich fühlst, offensichtlich. Er macht's. Genau. Hast du dich schon mal mit ADHS beschäftigt? ADHS, was ist das? Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, man nennt das auch Zappel-Philipp-Syndrom. Ja. Das sind Menschen, die suchen immer einen neuen Kick. Und war er so gepolt? Wir vermuten das schon länger und er hat auch ziemlich viel Cannabis konsumiert. Aha. Wie alt ist er eigentlich? 40. 40. Und die Frage ist, ob er sich jetzt nicht ganz extrem die Kicks holt. Mhm. Und das ist auf dieser Insel natürlich relativ simpel, weil es geht halt um Sex and Drugs. Was hast du für Möglichkeiten? Meine Möglichkeiten sind, meinen Freundeskreis zu aktivieren und die kommen langsam. Das heißt, sie unterstützen mich seelisch. Mhm. Und Konten zu sperren, neues Geschäftskonto zu eröffnen und Lieferanten und Kunden einfach zu hoffen, dass die Verständnis haben. Mhm. Das heißt, dir sind die Hände gebunden, wenn er aussteigen will, Genau. Dann kannst du gar nichts machen. Genau. Du kannst den Geld dran zudrehen und aber man braucht auch, wenn man aussteigt, ein paar Sachen auch. Irgendwelche Kleidungs, ja vielleicht auch nicht, ne? Hose, Hemd, Schuhe. Das hat er. Mhm. Mhm. Wie ist denn dein Empfinden zu deinem Partner gewesen bis vor kurzem? Realitätsfern. Also er ist realitätsfern, er sucht sich Kicks und ich habe immer gehofft, irgendwann... Nee, wie dein Empfinden zu ihm war. Was hast du empfunden? Meine große Liebe. Bis zum Schluss? Mhm. Und heute auch noch? Mhm. Das heißt, du liebst diesen Mann nach wie vor innig? Ja. Und wünschst dir nichts mehr, als dass er zurückkommt? Ich wünsche mir, dass er seinen Weg findet. Ja, das ist eine Antwort, die sagt ja viel aus. Das heißt, du würdest auch es akzeptieren, wenn er woanders hinginge? Ja. Und würdest dich damit arrangieren? Ich würde es akzeptieren.
akzeptieren. Aber das heißt für mich aber auch, dass du auch schon dich verabschiedet hast von der Beziehung. Nee, nicht wirklich, weil... Weil so wie es offensichtlich war, ging es nicht mehr weiter. Genau. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, dass er in der Sackgasse steckt und er wurde auch aggressiv. Mhm. Und das zeigt mir, dass ein Mensch nicht mehr weiß, wo es weitergeht, wenn er aggressiv wird. Glaubst du, ist er so ein Typ, dass er sich ordentlich durchschlagen kann oder hast du Angst, dass er irgendwie in der Gosse landet? Er ist ein sehr, sehr gutmütiger und der liebt die Menschen. Mhm. Das heißt, da ist die Frage, es hängt drauf, kommt drauf an, was er für Menschen trifft. Die Gefahr ist also da, dass irgendwie was passieren könnte. Genau. Und ich würde eigentlich ganz gerne, deswegen habe ich angerufen, es gibt ja Menschen, die hören das auch in Spanien. Ja, ich weiß. Und er ist sehr markant. Und ich würde ihn ganz gern beschreiben und vielleicht meldet sich jemand bei euch. Ja, weil du gerne Kontakt haben möchtest. Ja, weil ich auch nicht weiß, ob er nicht irgendwo abgerutscht ist. Weil er kennt Leute, die auch harte Drogen konsumieren. Und ich glaube, er macht es nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Also der Hintergrund ist, dass du dir Sorgen machst. Und wenn er in Not sein sollte oder in Bedrängnis, würdest du gerne helfen. Ja, einfach. Oder was vermitteln. Was vermitteln. Genau. Dann beschreib ihn. Der ist 1,97 groß, hat dunkelbraune Haare und blaue Augen. Der hat zurzeit Haare, die bis zum Nacken gehen. Ja. Und so ein Bart, der bis zum Kinn und so ein Schnäuzer, also dieser Standard-Bart ist. Ist er schlank oder erfüllig? Er ist sehr schlank und sieht auch recht gut aus. Also das ist schon ein markanter Hingucker, wie du ihn jetzt beschrieben hast. Genau, also ist ein sehr charmanter, der fällt auf, wenn man ihn sieht und denkt, wow. Ja. Ja, Anna, vielleicht hat es jemand gehört, vielleicht meldet sich jemand, vielleicht kannst du was unternehmen. Ansonsten ist das schon eine schwierige Situation, finde ich, für dich auch, mit der du dich dann wirst unter Umständen vielleicht abfinden müssen, wenn er definitiv sich verabschiedet hat. Ja, auf jeden Fall. Also mein Jahr war schon hart genug und irgendwann lebt man einfach mit solchen Dingen, solange die Menschen nicht krank sind oder sterben, akzeptiert man, dass es ihnen gut geht, das hoffe ich. Du sagst, das Jahr war hart genug, was überhaupt so, was ihr alles gemacht habt miteinander, war hart. Nein, also was ich erlebt habe. Was du erlebt hast, das ist aber noch ein anderes Thema dann. Genau. Liebe Anna, wenn sich jemand meldet, ich verspreche dir, wir geben dir rechtzeitig und sehr schnell Bescheid und bieten unsere Hilfe gerne an. Alles Gute wünsche ich. Ja, schöne Sendung wünsche ich noch. Danke. Dankeschön, tschüss Anna. Tschüss. So ihr Lieben, wenn ihr gerne auch mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Und hier ist Klaus und Klaus ist 48. Hallo? Klaus. Ja, hallo Klaus, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich hätte gerne mit dir gesprochen über Schuppenflechte. Ja. Und zwar hattet ihr vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen mal jemand, eine Frau, die hat da sehr stark drunter gelitten. Ja. Und ich habe die Schuppenflechte auch sehr stark. Ich bin also deshalb Rentner, bin auch 60% schwerbehindert. Ja, wie lange hast du das schon? 25 Jahre. 25 Jahre. Fing das von heute auf morgen an? Das fing von heute auf morgen an, ja, mit einer Infektion. Was für eine Infektion? Ja, die Diagnose nennt sich Morbus Reiter. Ja. Und da fing es also sehr heftig an. Ich habe es auch an den Nägeln. Also ich habe jetzt gerade aktuellen Schub, weil ich mich von meiner Frau getrennt habe nach 20 Jahren. Achso, dann hat das eine psychische Komponente auch. Das heißt, wenn es einem seelisch schlecht geht, dann blüht die Krankheit noch mehr auf. Richtig. Und das ist auch so mein Thema, was ich so eigentlich habe. Ja. Also ich habe es an den Beinen ganz hoch, an den Armen ganz doll. Und also das geht von Zentstück großen Flächen bis über Handteller große Flächen. Also man muss vielleicht erklären, ich habe es mir mal neulich angeschaut im Internet, das sind so ja solche kreisrunden Flächen, größer und kleiner, die ganz abgegrenzt aussehen und darauf blüht diese Schuppenflechte vielleicht, so kann man es ausdrücken. Richtig, also im Grunde genommen ist das so, dass die Haut dort an den Stellen 10-mal schneller wächst als normal. Mhm. Und das ist dann, das schuppt dann ab, fällt auch ab von der Haut. Ja. Juckt auch, ne? Es juckt auch, ja. Es gibt neue Erkenntnisse, dass man sagt, einer der Auslöser wäre die Streptokokkenangina. Das ist besser bekannt unter Mandelentzündung. Also wenn man die Mandeln rausnehme, könnte das in einigen Fällen besser werden. Schuppenflechte ist aber sehr individuell. Ja. Nun sagst du, dass du mit 48 Jahren schon Frührentner bist. Ja. Aufgrund dieser Erkrankung. Aufgrund
dieser Erkrankung und aufgrund von Herzrhythmusstörung. Mhm. Allerdings die Hauptursache für meine Berentung ist halt die Schuppenflechte. Was warst du früher vom Beruf? Ich war zerstörungsfreier Werkstoffprüfer. Ich habe das verstanden. Zerstörungsfreier Werkstoffprüfer. Zerstörungsfreier Werkstoffprüfer? Ja, was ist das? Ultraschall und Röntgen, so Schweißnähte prüfen, Stahl prüfen. Ah ja. Und so. Warum kann man diesen Beruf mit dieser Erkrankung nicht ausüben? Ja, weil ich viel in der petrochemischen Industrie gearbeitet habe. Das heißt, viel unter Zwangslagen und so weiter. Auch mit in Behältern oder zwischen Rohrleitungen und so. Und wenn man Schuppenflechte hat, dann schert man sich ab natürlich, weil man muss ja auch irgendwo zwischenkrauchen, sage ich jetzt mal, ne? Und dann fängt es an zu bluten und man kann sich da eventuell auch, die Anlagen sind ja nicht sehr sauber, eventuell kontaminieren, sage ich jetzt mal. Ach so, das heißt also einen Beruf am Schreibtisch könntest du ausführen? Ja, ich bin ja nicht erwerbsunfähig, ich bin ja nur berufsunfähig. Ja. Ich bin noch nach den alten Gesetzen berentet. Ah ja, verstehe. Ja? Also so, wie gesagt, ein normaler Bürojob ginge. Richtig, das wird eigentlich auch von mir verlangt. Ich habe auch sehr hohe Hinzuverdienstgrenzen mit meiner Rente. Ja, hast du, es geht einher mit dieser Schuppenflechte auch Schmerzen? Teilweise auch, weil die Stellen sind ja auch entzündet, ne? Oder wenn man sich da die, sag ich mal, die Krusten abreißt, die manchmal sehr fest sitzt, dann blutet und dann tut es natürlich auch weh, ne? Ja. Das ist ungefähr so, vielleicht dann wie eine Hautabschürfung, so ein Schmerz. Hast du es im Gesicht auch? Im Gesicht nicht, ne? Ja. Aber an den Händen und ich verliere auch Finger- und Fußnägel dann, immer wenn ich einen Schub habe. Ach so, die fallen auch ab, die Nägel dann? Ja, das ist die Nagelpsoriasis. Das ist ja auch so eine Erkrankung, wo die Patienten auch sehr, sehr große Hemmungen haben, so mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, weil die anderen Menschen sich immer irgendwie ekeln, zurückschrecken. Richtig. Weil es nicht so schön aussieht oder man hat Angst, sich anzustecken. Es ist aber nicht ansteckend. Das ist nicht ansteckend. Nein. Nein. Also im Krankenhaus, wo ich im Krankenhaus gelegen habe, die richtigen Cracks, die lachen sich immer tot und sagen, im Mittelalter würden wir im Steinbruch vor der Stadt leben mit einer Glocke um den Hals. Wir werden die aussetzen. Ganz, gar keine Frage. So werde ich auch teilweise behandelt. Ne? Also erlebst du so eine Ausgrenzung durchaus auch? Natürlich. Ja. Aber genau sich auf diese Ausgrenzung einzulassen, genau das ist der Fehler. Ich sage mal, man hat diese Erkrankung, die Erkrankung gehört zu jemand, also zu mir jetzt, wie, oder ist ja chronisch sofort, wie eine Hand oder hört sich dämlich jetzt an, aber es ist wirklich so. Also es gehört zu mir wie mein Fuß oder sowas. Ja, ne? Also du sagst, es ist wichtig, diese Krankheit erstmal zu akzeptieren. Richtig. Und sich nicht ausgrenzen zu lassen. Richtig. Wie und machst du es denn? Denken. Ja, wie machst du das denn sonst zum Beispiel, wenn du Lust hast, in ein Schwimmbad zu gehen? Ja, das muss ich mir kneifen, weil das geht nicht. Da werde ich wahrscheinlich auch vom Bademeister hinaus komplimentiert werden, weil ich das so doll habe, dass er sagt, nee, es ist auch, das sehe ich auch ein, weil wenn ich ins Becken gehe und ich verliere da meine Schuppen, das ist mit Sicherheit nicht angenehm für die anderen Badegäste. So, das muss man dann auch akzeptieren. Ja. Schämst du dich denn beispielsweise an einem Strand in der Badehose zu liegen? Da würde ich sagen, mittlerweile nicht, weil die UV-Strahlung ja auch Positives bewirkt. Ja. Da muss man halt irgendwie sagen, lass die anderen gucken, fertig aus. Mhm. Nun hast du gerade im Nebensatz gesagt, deine Frau hat dich verlassen. Ja. Wie lange wart ihr beiden verheiratet? Wir waren 6 Jahre verheiratet. Nee, ja. 7 Jahre, Entschuldigung, seit 1999. Waren aber insgesamt 20 Jahre zusammen. Ach so, das heißt, sie hat das alles mitbekommen. Und ja, sie hat dich schon kennengelernt, als du das hattest. Richtig. Ja. Wie ist sie denn damit umgegangen? Ich meine, das ist ja für einen Partner auch wahrscheinlich erstmal ein Training, damit ganz, ganz, ganz normal umzugehen. Ja, warte auf, deshalb bin ich ja drauf gekommen. Weil dieses positive Denken ist für mich sehr wichtig, weil man hat das ja nicht immer. Mhm. Man hat ja auch erscheinungsfreie Zeiten. Ach so, es gibt Phasen, wo die Haut auch dann normal aussieht. Richtig. Ah ja. Mhm. Und wenn man dann das schafft, Sachen zu machen, die einem Spaß machen, verlängern sich meiner Meinung nach diese erscheinungsfreien Zeiten. Ah ja. Weil, also große Auswirkung der Seele auf diese Krankheit. Unbedingt. Wenn es dir richtig saugut geht, unbedingt, verzögern sich die guten Phasen. Also dauert es länger, die schlechte Phase wiederkommt. So würde ich das ausdrücken, ja.
Ja, das kann man so sagen. Zum Beispiel habe ich jetzt ein neues Hobby, was heißt ein neues Hobby, seit ein paar Jahren bin ich Mitglied bei einer Amateurschauspieltruppe. Ah ja. Trotz Schuppenflechte. Ja gut, aber das kann man ja auch machen. Du bist ja im Gesicht, sieht man es ja nicht. Richtig, an den Händen aber. Ja, kann man da Schminke drauf tun oder wird das dann noch schlimmer? Ja, die Schminke trocknet sehr die Haut aus. Ja. Ne, das ist also nicht so positiv, nur jetzt aufgrund dessen, wie ich gerade gesagt habe, diesen positiven Effekt durch positives Denken, dadurch, dass man Sachen macht, die positiv sind, verlängert sich das, ja. Also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass ich Theater gespielt habe mit einem aktuellen Schub oder so. Mhm. Das kann ich nicht behaupten. Würde ich gerne nochmal ansprechen auf deine Ehefrau. Ja. Da gab es dann nun in den Jahren immer wieder wahrscheinlich auch sehr heftige Phasen, wo du Schübe hattest. Ja. Hast du dann während dieser Schübe, während dieser Phasen auch mit deiner Frau geschlafen? Das ist schlecht möglich, weil ich auch im Genitalbereich habe. Und also da muss man schon akzeptieren, dass das für Partner oder so unangenehm sein kann. Ja. Ich muss allerdings sagen, meine Frau hat in diesen Phasen immer sehr zu mir gehalten. Ja. Sie hat mich auch immer unterstützt, im Krankenhaus besucht. Und du hattest auch nicht den Eindruck, dass sie sich irgendwie ein bisschen ekelt vor dir? Nein, überhaupt nicht. Das ist auch nicht der Grund gewesen für unsere Trennung. Also das war ein ganz anderer Grund, der jetzt mit der Krankheit gar nichts zu tun hat. Richtig. Ja. Richtig. Ne? Das kann ich so sagen. Was kann man denn gegen diese Krankheit außer UV-Strahlen und möglichst viel Glück im Leben zu haben, was kann man dagegen tun? Therapeutisch oder mit Medikamenten? Was ist möglich? Ja, es gibt verschiedene Tabletten, die man nehmen kann. Die von innen wirken, die sind aber, haben oft sehr starke Nebenwirkungen, die kommen für mich nicht in Frage, weil ich dann kriege starke Blähungen, habe sogar Blut im Stuhl und sowas alles. Andere haben wiederum diese Nebenwirkungen nicht. Ne? Und dann gibt es halt diverse Cremes, da wäre zum Beispiel Ditranol, auch bekannt unter Cignolin, die ist allerdings sehr ätzend, diese Creme. Ja. Die besteht zum Beispiel aus einem Wirkstoff aus einem brasilianischen Baum, aus der Rinde des Goa-Baums aus Brasilien, da kommt dieser Wirkstoff her. Ne? Es ist aber so, man muss da viel Geduld bei haben, wenn man dann sich therapiert. Ne? Weil genauso wie es langsam kommt, sage ich mal, dieser Schub, geht er auch langsam wieder weg. Es ist auch eine Anstrengung, man ist auch körperlich kaputt, weil der Körper ist ein Autoimmunerkrankung, wo der Körper sehr dagegen kämpfen muss. Ne? Schuppenflechte kann ja auch nach innen gehen, auf die Gelenke zum Beispiel. Ja. Hast du das auch? Nein, das habe ich nicht irgendwie. Also nach meiner Erfahrung, weil ich mich so ein bisschen umtue, auch übers Internet, gehören folgende Erkrankungen dazu. Das ist einmal, wie du sagst, diese Knochenerkrankung, dieses Rheuma, Polyarthritis. Die Haut- und Herzerkrankungen. Nach schwedischen Erhebungen haben Leute mit Schuppenflechte ein 2,6-fach höheres Herzrisiko. Ah ja. Das weiß man aufgrund dessen, weil man in Schweden Patientendateien abgeglichen hat. Hast du für dich jetzt, ist das so, dass du das akzeptieren musst, dein ganzes Leben lang zu haben? Oder besteht die Möglichkeit, dass das auch von sich, von alleine wieder weggeht? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es von alleine weggeht, geht es nicht. Es ist immer nur die erscheinungsfreie Zeit. Ja. Das könnte natürlich sein, dass ich irgendwann mal eine erscheinungsfreie Zeit geht, die bis zu meinem Tod dauert. Ja. Verstehe. Also, aber das heißt, es ist nicht wahrscheinlich, dass es jemals wieder weggeht. Ja. Ne? Also ich wünsche dir, dass deine erscheinungsfreie Zeit, so wie du es ausdrückst, den Begriff kannte ich so gar nicht, dass die sehr lang sind, die Phasen. Ja, das hoffe ich auch. Und vor allen Dingen, dass du dich dann von dem seelischen Schmerz auch wieder erholen wirst, was die Trennung ausgelöst hat. Ja, als Tipp für andere Erkrankte, vielleicht, dass man die Schuppenflechte darf dich nicht regieren. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, du musst die Schuppenflechte regieren. Nicht regieren, du musst sie akzeptieren. Ja, ja. Verstehst du? Dann hat man ganz andere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen auch, ne? Und den Spaß nicht am Leben nicht verlieren. Ja, das ist natürlich das Allerwichtigste, das stimmt schon. Klaus, dann danke ich dir für deinen Anruf und wünsche dir wirklich gute Gesundheit und alles Gute überhaupt. Ja, tschüss, ne? Tschüss, alles Gute, tschüss. An dieser Stelle, ihr Lieben, Hinweis auf unsere Themensendung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da heißt unser Thema Haut. Da werden wir vielleicht über viele andere Erkrankungen der Haut auch noch sprechen, aber sicher auch über
auch erotische Aspekte der Haut, was auch immer zu dem Thema Haut gehört. Also unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Haut. Hier ist Barbara und Barbara ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Barbara. Hallo. Schön, dass du da bist, Barbara. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, also ich hatte eine Affäre, die 3 Jahre angedauert hat, mit einem Mann, der 50 damals, heute ist. Und das hat halt vor Gericht geendet, die ganze Sache. Warum? Also die Anklage war schwere Körperverletzung, sexuelle Nötigung und Raub. Oh weia. Ja, also es war halt so, dass wir ein Video von uns gemacht hatten. Ja. Auf dem wir ja miteinander Sex hatten. Und er hat dann gesagt, also ich habe die Affäre beendet und er hat gesagt, wenn ich ihm das Video nicht geben würde, wird er das, Moment, ich bin ein wenig durcheinander. Er hat gesagt, er würde das Video meinen Freunden zeigen und ins Internet stellen, wenn ich nicht weiter mit ihm ins Bett gehen würde. Das war aber ein normales Sexvideo. Was heißt normal? Naja, also ja, es sind keine extremen Sachen auf dem in dem Video passiert. Nee, also waren im Rahmen sozusagen. Das heißt, ihr habt, da war, ist eine Kamera aufgestellt worden und die hat euch gefilmt beim Sex. Ja, also er hat seine Videokamera mitgenommen und hat die dann halt ausgerichtet. Warum hast du das überhaupt damals zugelassen? Ich weiß es nicht mehr. Also es war halt irgendwie, war das prickelnd und ich fand es auch irgendwie ganz antörnend. Das war ja auch nur für uns bestimmt. Okay, erzähl mal weiter. Ja, also und dann hat er, also wie gesagt, er würde das ins Internet stellen, meinen Freunden zeigen und ich habe dann gesagt, dass ich trotzdem nicht weiter mit ihm ins Bett ging. Dann ist er ausgerastet, hat mich geschlagen. Deshalb auch die schwere Körperverletzung. Aber während eurer Beziehung oder Affäre hat er dich nicht geschlagen? Doch, auch. Zweimal, aber es war auch immer im Streit und ich habe dann halt dieses Klischee da, ja, dass man sich halt, ja, ich habe mir dann gedacht, er hat es ja nicht so gemeint und es war im Streit und ich habe ja auch Dinge gesagt, die nicht nett waren und ja. Aber du sprichst von schwerer Körperverletzung. Ja, also schwere Körperverletzung ist halt definiert, wenn man jemanden so verletzt, dass es dauerhaft ein Glied, so heißt es im Strafgesetzbuch, geschädigt ist. Und der Finger ist halt irreparabel kaputt und dadurch halt schwere Körperverletzung. Was hat er gemacht mit deinem Finger? Er hat den Finger umgedreht. Das war halt ein dummer Zufall. Dabei sind die Bänder durchgerissen und lässt sich halt nicht mehr beheben. Ja. Ja, das ging jetzt vor Gericht dieses Jahr, also im Juni diesen Jahres und die Presse war halt vor Ort, Fernsehen und Zeitung. Ja. Und die haben mich halt auch fotografiert und es lief auch abends im Fernsehen. Ja. Und es war für mich oder ist für mich halt nicht ganz einfach. Es hat dann so geendet, dass er mir Schmerzensgeld zahlen muss, einen Schadenersatz. Und er hat das Geld aber nicht bezahlt und das heißt halt, es geht jetzt nochmal vor Gericht und ich habe halt Angst davor, dass wieder die Presse erscheint und das alles nochmal dann erlebt. Wie hoch ist die Verurteilung? Zu wie viel hat man ihn verurteilt? Wie viel sollte er zahlen? 1500 Euro Schmerzensgeld und 145,40 € Schadenersatz. Das ist das Honorar für meinen ersten Anwalt. Und das hat er nicht bezahlt? Das ist ja nur wirklich nicht so viel. Ich dachte, das wäre jetzt eine horrende Summe, die da gezahlt werden sollte. Ja, also er hat es nicht gezahlt. Ich fand auch, dass es relativ wenig ist dafür, dass mein Finger kaputt ist. Allerdings, ja. Aber er hat es nicht gezahlt. Du hast gerade gesagt, dass er auch wegen sexueller Nötigung angezeigt wurde von dir. Ja, das sexuelle Nötigung ist halt dieses, dass wenn ich nicht mit ihm weiterhin ins Bett gehe, er das Video öffentlich macht. Nun warst du mit dem Typ 3 Jahre zusammen. Ja. Du sagst eine Affäre. Es war keine Beziehung. Ja, er ist verheiratet. Er ist verheiratet. Du warst aber frei in der Zeit. Ja. Ja. Genau. Siehst du jetzt oder hast du denn danach so quasi ein anderes, das wirkliche Gesicht dieses Menschen gesehen? Hast du den früher anders wahrgenommen, schöner gesehen? Ja, natürlich, sonst hätte ich ja nichts mit ihm angefangen. Also ja gut, aber wenn du sagst, er hat dich schon mal geschlagen und dann ist man ja schon mal vermutlich irgendwie alarmiert, oder? Ja, das war ja es war zum Ende der Beziehung hin und wir haben uns halt dann immer häufiger gestritten und dann habe ich halt was zu ihm gesagt. Ich wusste auch vorher, dass ihn das verletzt, hat es halt gesagt und daraufhin ist er dann halt ausgerastet und hat mich das erste Mal geschlagen und das zweite Mal war dann wieder im Streit und das dritte Mal ist dann halt eskaliert. Daraufhin ich ihn ja dann auch angezeigt. Wo befindet sich denn dieses Video jetzt? Das ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Ah ja. Das heißt, das habe ich nicht gesagt. Die hatten eine Hausdurchsuchung dann bei ihm gemacht und dort haben wir das Video sichergestellt. Und das wird dann hoffentlich irgendwann da vernichtet oder
Ja, ich habe keine, also ich gehe davon aus, ich habe nochmal mit dem Richter nach dem Urteil gesprochen und der Richter hat gesagt, er ging davon aus, dass es dass es vernichtet wird. Mhm. Jetzt hast du gar davon gesprochen, dass da Presse war, Fernsehen und Reporter. Haben die dich im Fernsehen gezeigt? Konnte man dein Gesicht erkennen? Oder also die haben mich, ja. Oder haben die dich unkenntlich gemacht mit irgendeinem Balken? Die haben mich verpixelt, nennt sich das. Verpixelt, genau, ja, ja. Mhm. Ja, genau. Also man hat mich aber meines Erachtens erkannt, auch den Vornamen bzw. dann den Nachnamen abgekürzt und es lief halt im Regionalfernsehen bei uns und ich bin mir sicher, dass wenn man mich gekannt hat, diese Verpixelung ist ja nur das Gesicht halt. Ja, das kann man schnell rekonstruieren. Wenn man vielleicht jemanden ein bisschen kennt, kann man schnell die Zusammenhänge zusammenknüpfen dann auch. Genau, ja, ja. Der Name und Studentin und also ich meine, das geht mir dann eins und eins. So, jetzt hast du Angst, dass das Ganze nochmal von vorne losgeht. Genau, und ich habe halt Angst, also für mich war schlimm, dass er vor Gericht gelogen hat und mich halt versucht hat, völlig lächerlich zu machen. So nach dem Motto, die durchgeknallte Ex will sich jetzt an mir rächen und ich bin doch so brav und alles Mögliche. Mhm. Aber dennoch hat man ihm ja nicht geglaubt, er ist ja verurteilt worden. Nee, er ist nicht verurteilt worden. Das Verfahren wurde eingestellt gegen die Auflage, dass er mir Schmerzen hat. Ach so. Und selbst das akzeptiert er nicht? Nee, also der Richter hat dann nochmal eindringlich gesagt, Herr Punkt, zahlen Sie doch bitte. Und die Staatsanwältin hat es auch nochmal gesagt und selbst sein Anwalt. Und er hat dann gesagt, also er bezahlt das Geld, er hätte zwar nichts gemacht, aber er bezahlt es jetzt einfach mal des lieben Friedens willen. Also doch. Hat er zum Richter gesagt, ja, aber er hat es nicht bezahlt. Die Frist ist gestern abgelaufen. Und meine Anwältin hat auch gesagt, sie haben es schon dem Gericht mitgeteilt, weil auch ihre Kosten noch nicht bezahlt wurden. Und ich weiß nicht, ob er auf Zeit spielt oder was auch immer er sich davon verspricht. Wie kommt es, was meinst du, wie kommt es, dass es zu keiner Verurteilung gekommen ist? Also seine Ehefrau, es gab dann einen zweiten Verhandlungstag. Und da wurde halt seine Ehefrau gehört. Und ich habe halt, also muss ich auch zugeben, habe ich ja auch vor Gericht zugegeben, ich habe halt, zum Ende hin habe ich bei ihm zu Hause relativ oft angerufen. Was sie dann als Stalking bezeichnet haben, also seine Frau. Der Richter hat es ein bisschen anders gesehen, aber dadurch haben sie halt gesagt, naja. Da ist eine gewisse Schuld, also verurteilen wir keinen als schuldig. Irgendwie so. Ja, also das war nicht so ganz eindeutig. Der Richter hat dann zum Schluss hin gesagt, Herr, bezahlen Sie das doch. Wenn sie es nicht bezahlen, dann würden wir uns beraten und dann käme auch eine Vorstrafe in Betracht und hat ihm halt angeraten, das Geld zu zahlen, damit sie kein Urteil fällen. Also es ist nicht, man konnte, der Richter war sehr neutral und man konnte nicht erkennen, ob er ihn schuldig sprechen würde oder nicht. Also ist er schon dumm, dass er das nicht macht? Ja, wird schon. Wenn sein eigener Rechtsanwalt das sogar sagt, hier zahlen sie das und die Sache ist vom Tisch. Ja. Du hast Angst vor dem ganzen Rummel, aber bist du denn entschlossen, das dennoch wieder aufzurollen? Ja, das liegt ja, jetzt liegt es ja nicht mehr in meiner Macht. Also der Richter, ich habe ja mit dem Richter nochmal telefoniert und der hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, was ist denn, wenn er nicht zahlt? Achso, dann geht das automatisch. Genau. Ah, das ist ja nur vorläufig eingestellt halt gegen die Auflage, dass er mir das Geld zahlt. Aber weißt du, ich glaube ja fast, Barbara, wenn du das jetzt einmal durchgestanden hast, könnte ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht mehr so interessant ist für die Kollegen von der Regionalpresse, dann nochmal eine große Sache rauszumachen. Na gut, aber es war ja auch in der bekannteren Zeitung, die dann schon sehr darauf angesprungen ist. Dennoch, glaube ich, wenn man das dann nochmal aufrollt, könnte es sein, dass es vielleicht mit einer kleinen Notiz gegessen ist, das Ganze. Und jetzt, ich meine, es ist ja jetzt eh dann bekannt. Wenn dich jemand erkannt hat, hat er dich jetzt erkannt. Ja. Und dafür, dass du dann eventuell dein, wenn auch sehr geringes Schmerzensgeld irgendwann bekommst, lohnt sich das ja vielleicht schon, dann nochmal jetzt auf die Zähne beißen und durch das Ganze. Ja, ich weiß ja nicht, was er sich dann nächstes Mal noch für Geschichten ausdenkt. Was sagt dein Rechtsanwalt oder deine Rechtsanwältin denn? Ja, also sie hat gesagt, sie würde ihm halt auch empfehlen, dass er das Geld zahlt und sie weiß halt nicht, warum er es nicht bezahlt und also die gingen ja alle davon aus, dass er verurteilt wird. Ist klar nicht. Was meint die, was rät die dir jetzt? Ja, die hat mir im Prinzip gar nichts geraten. Die hat halt gesagt, ich kann sowieso nichts dran ändern, ich soll halt abwarten und also ich bin bei einem Psychologen und der hat mir auch geraten, ich soll halt wieder hingehen, aber ich habe halt Angst davor, wenn dann noch mehr Presse kommt oder so. Beim ersten Mal war ja in Anführungszeichen nur die Zeitung, beim zweiten Mal war dann das Fernsehen und ich habe keine Ahnung, was jetzt beim nächsten Mal dann Ich kann sie nicht richtig einschätzen. Ich könnte mir wirklich, wie gesagt, fast vorstellen, dass die ganze Sache jetzt durch ist als Thema und beim dritten Mal das weniger viel Wirbel macht. Ich weiß es aber nicht genau.
Ich würde dir gerne auch noch, wenn dich das doch relativ ankratzt, die ganze Sache, auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Okay. Ja, dann legst du bitte auf und die Sabine ruft dich an und könnt ja noch in Ruhe sprechen. Ansonsten hoffe ich, dass du relativ unbeschadet oder ganz unbeschadet da rauskommst und dann irgendwann auch dann endlich dein Geld bekommst. Okay, alles gut. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Du legst und auf. Schönen Abend noch. Ja, wir rufen zurück. Okay. Baba, tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir auch ein Thema. Morgen heißt unser Thema mit 66 Jahren. Ihr kennt ja das schöne Lied von Udo Jürgens. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst an. Ist das wirklich so? Oder ist das einfach nur ein toller Schlager oder ein tolles Lied? Ich möchte gerne mit euch morgen reden über das Thema mit 66 Jahren, über die Vor- und Nachteile des Älterwerdens. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr schon etwas älter seid, die ihr sagt, Mensch, das ist super. Ich bin ja heute irgendwie freier und verrückter als früher. Ich erlebe tolle Sachen, die ich früher nicht erlebt habe. Ich gönne mir vielleicht auch viel mehr. Ich bin vielleicht auch in sexueller Hinsicht viel aufgeschlossener, als ich das früher war. Und ich möchte natürlich auch gerne mit euch reden, die ihr sagt, nein, das Älterwerden ist nicht so rosig. Das bedeutet Einsamkeit, das bedeutet Krankheit, das bedeutet viel Erfahrung mit Tod, weil man immer und immer und immer wieder geliebte Menschen verliert. Vielleicht bedeutet für den einen oder anderen von euch Altwerden auch Armut. Das ist ja eine sehr schlimme Begleiterscheinung des Älterwerdens in unserer Welt, dass viele alte Leute einfach arme Menschen sind, weil sie zu wenig Geld bekommen, zu wenig Rente bekommen. Ich möchte gerne mit euch über das Altsein und das Älterwerden morgen reden. Wenn ihr mitmachen möchtet, dann meldet euch am besten schon unter unserer E-Mail-Adresse oder ruft morgen ab 0 Uhr an und um 1 Uhr sind wir dann auch hier auf Sendung und ihr könnt natürlich auch während der Sendung anrufen. So, hier ist Lara. Lara ist 22 Jahre alt. Hallo Lara. Hallo. Schönen guten Morgen. Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich vor 4 Wochen jemanden kennengelernt habe. Mhm. Er nicht Deutsche und dass meine Oma auf keinen Fall erfahren dürfte, dann bräuchte ich mich bei ihr nie mehr melden. Das habe ich jetzt akustisch. Er ist kein Deutscher. Er ist kein Deutscher. Sondern? Türke. Türke. Genau. Und die Oma möchte keinen Türken im Haus haben. Meine Oma möchte grundsätzlich überhaupt keinen Ausländer als meinen Freund oder so haben. Und das ist für mich also ganz schwer, weil, auf der einen Seite ist es also ein sehr netter. Mhm. Also muss ich wohl ja wirklich sagen, es ist ein sehr netter Ausländer. So. Ja, es hört sich ein bisschen blöd an, ich weiß. So. Und aber auf der anderen Seite ist das so, ich weiß ganz genau, wie wird das rauskommen. Meine Oma wird mit mir nie wieder sprechen. Welche Wichtigkeit hat deine Oma denn in deinem Leben? Eine sehr wichtige. Eine sehr wichtige. Was ist mit den Eltern? Ja, die gibt es auch, aber die sind nicht ganz so wichtig. Bist du denn aufgewachsen bei deiner Oma? Mehr oder weniger, ja. Ach so, dann ist das also fast wie deine Mama. Irgendwie genau, so von der Bezugspersonsebene her. Genau. Lebt der Opa auch noch? Nee, der lebt nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Ich gehe mir davon aus, dass du mit deinen 22 Jahren schon mal ab und zu einen Freund hattest. Ja, aber das ist es jetzt so gewesen, dass also meine Freunde, also meiner Familie nicht einen großen Stellenwert hatten. Ich bin früh ausgezogen. Mhm. So, das heißt, sie wussten zwar, ich habe jemanden, aber sie sind jetzt halt nicht so vorgestellt worden, weil ich auch immer nicht in der Nähe gewohnt habe. Achso, das heißt, die Oma hat noch keinen Freund von dir. Doch, einmal kurz flüchtig vor ein paar Jahren, ja. Ah, ja. Und Kaffee trinken mal halt und dann. Ja, das war es dann auch. Ich wollte es auch nie so, weil es war halt meine Sache. Ja. Wohnst du denn jetzt im Moment wieder in der Nähe der Oma, oder? Ja, das ist es halt. Und das heißt, du besuchst sie auch oft und gehst oft hin und ihr macht miteinander? Genau, und das Problem ist einfach, dass das so schlimm ist, dass ich diesen Menschen, diesen netten Mann gar nicht mehr mich mal melde oder so, weil ich einfach nicht weiß. So, weil ich komme doch jeden Tag bei ihm dran vorbei an der Arbeit. Mhm. Und also ich gehe daran vorbei und er steht da immer und ich denke immer, nee, ich kann nicht. Ne? Ich sitze also zwischen den Stühlen. Also er weiß das auch, ich habe es ihm gesagt. Das Ganze läuft jetzt erst seit 4 Wochen. Genau. Ist ja noch sehr frisch. Würdest du denn sagen, dass ihr zusammen seid schon? Nee. Das ist nur eine Verliebtheit. Ja. Wie oft habt ihr euch getroffen in den 4 Wochen? Ja, einmal die Woche immer, weil ich mich nicht mehr traue, weil ich einfach Angst habe, dass wir gesehen werden. Ja. Und du bist sicher, dass die Oma so... Ja. So, eine krasse Einstellung hat. Ja, das ist ja nicht nur bei mir so. Es wäre ja auch noch bei meiner Schwester auch so.
Wenn du ihr sagen würdest, Oma, ich habe einen neuen Freund, der ist Türke. Dann wäre vorbei. Dann wäre vorbei. Dann wäre vorbei. Was würde das bedeuten? Dann dürftest du gar nicht mehr, könntest du gar nicht mehr zu ihr nach Hause kommen. Genau. Dann würde sie dich quasi als Enkelin verstoßen. Ja. Wie schlimm, ne? Ja, das ist sehr schlimm. Wie schlimm, wie schlimm. Und wie schlimm, dass du dich in deine Entscheidung, in deine Herzensentscheidung beeinflussen lässt davon, was die Oma denkt. Ja. Das ist ganz. Das sagt meine Schwester also auch. Wir haben uns da also am Sonntag so unterhalten. So, und sie sagte das also auch, weil ich also der Meinung bin, also ich bin jetzt 22 und das ist mein Leben. So, und sie sagte das ja auch. So. Und vor allen Dingen witzig ist ja dran, seine Eltern wären genau das Gegenteil, halt offen. Ne? Ich habe ihn gefragt, was seine Eltern sagen würden. Er sagt zu mir, das ist überhaupt kein Problem. Da hast du Glück. Ne? Da gibt es ja auch sehr, sehr oft die Fälle, dass die türkischen Eltern auch keine deutschen Mädchen sehen wollen. Genau. Das wäre natürlich das Absurdeste überhaupt, wenn ihr beide jetzt so Eltern oder Hintergründe hättet. Aber glücklicherweise ist es bei ihm nicht so. Nee, nur bei mir ist es nicht. Also Lara, ich würde das erstmal jetzt anfangen. Wenn ich an deiner Stelle verliebt wäre in den Typ, dann würde ich meinem Herzen auch den freien Lauf lassen. Lass Oma reden, was sie will. Ja, das sagt sich so einfach. Ja, ich weiß, das sagt sich so einfach. So, und wenn du dir wirklich deiner Gefühle sicher bist und wenn da wirklich was gebacken ist zwischen euch beiden, wenn du sagst, das ist mein Freund, Punkt, aus, dann würde ich ihr das sagen. Und dann hat sie das verdammt nochmal zu schlucken. Oder nicht? Und wenn nicht, dann nicht. Du hast ja gerade den richtigen Satz gesagt, es ist dein Leben, es ist dein Glück. Wenn die was gegen den Jungen einzuwenden hat, irgendwas, was Hand und Fuß hat, ist ja okay. Aber nur weil er kein Deutscher ist, das ist einfach so idiotisch. Da wollen wir doch gar nicht mehr drüber reden. Ja. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, wenn deine Oma so eine wichtige Person für dich ist, dass die natürlich einen irren Stellenwert hat. Ja. Und das wischt man auch nicht so weg. Aber wohin soll das führen? Du kannst doch nicht nach den Vorstellungen deiner Oma glücklich werden. Was ist das für ein Leben? Und wenn die Oma so heftig drauf ist, möchte ich nicht wissen, wie die in anderen Bereichen auch denkt. Das ist mit meinem Vater genau die gleiche Geschichte. Ich habe meinen Vater vor 2 Jahren erst kennengelernt, das hat sie dann mitgekriegt und das wollte sie dann auch nicht. Und ich habe dann aus Angst, habe dann auch also unterbunden. Aus Angst? Ja. Also ist das eine Herrscherin? Nein, das ist keine Herrscherin. Also das ist im Grunde genommen eine liebe, nette, ältere Dame, so, ja. Die einfach ziemlich klar und deutlich sagt, was sie möchte. Na gut, aber und das auch rigoros dann durchhaut. Genau, ja. Weil ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Das heißt, sie würde dich wirklich, ihre Enkelin, die sie hoffentlich auch sehr lieb hat, würde sie verstoßen und sie würde das sogar in Kauf nehmen. Ich denke schon. Ja, das ist eine Herrscherin. Auch wenn sie nach außen vielleicht gar nicht so auftritt, aber im Kern scheint sie da ja sehr, sehr rigide zu sein. Ja, weiß ich nicht. Ja, also wie du sie mir jetzt gerade geschildert hast, Lara. Ja, sie hat ja auch gute Seiten. Ist ja nicht so, ne? Ich meine. Das glaube ich dir ja auch. Sonst würdest du ja auch nicht so an ihr hängen. Nee, sie hat auch schon viel für mich. Das ist vielleicht auch, deshalb, sie hat so viel auch schon für mich gemacht. Ich habe in meinem Leben ja auch nicht nur gute Sachen gemacht. Sie hat, egal was war, also sie hat auch immer zu mir gehalten. Mhm. Egal was es war. Aber das macht natürlich so eine Entscheidung besonders schwer. Wenn sie von Grund auf ein Mensch wäre, den man nicht sehr schätzt, dann ist es ja auch einfach, sich gegen so jemanden aufzulehnen. Es ist immer schwer, sich gegen jemanden aufzulehnen, den man auch in weiten Strecken seines Charakters schätzt, respektiert oder sogar lieb hat. Mhm. Das ist mir schon klar. Aber das musst du machen, das ist dein Leben, das ist dein Ding. Wie alt ist die Oma? 68. 68. Vielleicht ist sie auch noch lernfähig und kapiert, dass du mit 22 eben für dein Glück selbst entscheiden kannst. Na, sie sagt ja immer so, sie sagt halt immer, sie hat ja nichts gegen Ausländer und also, sie möchte das halt, sie kann sich halt noch nicht vorstellen, dass da die zwei verschiedenen Kulturen zusammenpassen. Gut, dann mach es doch geschickt, dann sag es ihr irgendwann und dann versuche sie doch in eine Diskussion zu bringen und zu sagen, pass auf, wir treffen uns zu dritt mal, du sollst ihn kennenlernen. Vielleicht gelingt es ja sogar, durch das Kennenlernen sie zu überzeugen, dass es ein toller Typ ist. Ja. Ne, man sollte ja erstmal alle, du solltest ja auch nicht direkt auf Konfrontation gehen, sondern erstmal versuchen, sie vielleicht an die ganze Sache ranzuführen. Vielleicht klappt es ja sogar. Ja. Aber der erste Schritt ist jetzt, finde ich, was du machen solltest, wenn du Gefühle für diesen jungen Mann hast, leb die aus
und lass dich auf die Beziehung ein, wenn dir danach ist. Ja. Meine Meinung nach. Alles klar. Haus durch die ganze Sache für dich, für dein Leben. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Werner. Werner ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Werner. Weswegen rufst du mich an? Tja, ich glaub mir so gut wie keiner, was ich jetzt sag. Ich hab vor 4 Jahren mit meiner Frau zusammen ein Haus gekauft, das wir von meinem Schwiegervater übernommen haben, nachdem meine Schwiegermutter verstorben ist. Mhm. Und hab jetzt am Freitag erfahren, was ich am diesen Monat, Ende dieses Monats zwangsgeräumt werde. Zwangsgeräumt wirst? Ja. Du wohnst mit der Frau in dem Haus? Ja. Und warum wirst du zwangsgeräumt? Weil seit circa 18 Monaten keine Raten mehr bezahlt worden sind. Die Post, die an meinen Schwiegervater gegangen ist und an mich gegangen ist, die wurde unterschlagen. Die hat meine Frau auf Seite gebracht. Da waren auch Einschreibebriefe bei von der Bank und sonstiges. Mhm. Ich bin beruflich viel unterwegs, auch über Nacht. Und meine Frau hat die komplette finanzielle Seite gemacht. Oh. Ihr habt für dieses Haus einen Kredit aufgenommen? Ja. Mhm. Wir haben 125 aufgenommen. Ja. Das Haus ist seit Mai zwangsversteigert. Ja. Das heißt, deine Frau hat dich nach Strich und Faden belogen. Betrogen. Heute in ärztlicher Behandlung. Mhm. Du lebst mit deiner Frau im Moment aber zusammen noch? Ja. Ja. Ich werde auch dran festhalten. Als dir das zum ersten Mal klar wurde, was da passiert ist, hast du sie doch sicher zur Rede gestellt? Ja, selbstverständlich habe ich sie zur Rede gestellt. Warum hat sie das denn gemacht? Warum hat sie sich so verhalten? Da gibt sie mir die Antwort drauf. Sie hätte keine Unterstützung von meiner Seite gehabt. Und es hätte mit kleinen Beträgen angefangen, die sie hätte nicht bezahlen können. Wir hatten klare Vereinbarungen. Wenn das Geld knapp wird, soll sie es sagen. Werner, ich habe eine kleine Bitte. Dreh mal den Ton von deinem Fernseher oder von dem Radio ganz runter. Ja, Moment. Wir haben immer ein doppeltes Gespräch im Hintergrund. Ihr hattet ein gemeinsames Konto. Ja. Und von diesem Konto sollte das dann, so wie das normal ist, abgebucht werden, die Rate für den Kredit. Richtig. Ja. Und was hat sie gesagt? Ich habe es gar nicht richtig verstanden. Sie wäre mit der ganzen Situation wohl so irgendwann überfordert gewesen, dass sie sich auch nicht mehr getraut hat, irgendjemanden um Hilfe zu bitten. Mit welcher Situation? Wir haben auch noch 3 Kinder. Ja. So, und irgendwann war dann ein Punkt erreicht, wo wohl etwas mehr vom Konto abgehoben war. Mhm. Und dann irgendwann hat sie dann die ersten Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Mhm. Hat mir aber auch nichts davon gesagt. Sondern hat weiter so getan, als wenn das alles in Ordnung wäre. Mhm. Ja, und jetzt ist dann nicht draußen und hat da erfahren, dass wir diesen Monat zwangsgeräumt werden. Mhm. Ihr hattet euch das vorher aber so ausgerechnet, dass ihr das eigentlich hättet gekonnt. Diese Abzahlung zu leisten. Ich habe das heute nochmal durchgerechnet. Normal wäre das ohne Probleme möglich gewesen. Hat sie denn irgendwie übermäßig Geld ausgegeben, dass das Konto dann immer leer gefegt war? Wenn ich sie heute frage, wo das Geld geblieben ist, sagt sie mir definitiv, sie kann es mir nicht sagen. Was dich ja in Wut bringen muss. Weil es muss ja irgendwo sein, das Geld. Hast du denn bemerkt, dass sie sich irgendwie besondere Sachen gekauft hat oder irgendwie das Geld verschleudert hat? Es ist viel für Krimskrams draufgegangen. Nur ich habe auch einen dementsprechend guten Verdienst, weil ich immer gesagt habe, ist drin. Wir hatten auch so, das Konto war gedeckt. Mhm. So, wenn ich sagte, immer, ich brauche das und das Geld, konnte auch zur Bank gehen, das Geld abholen. Mhm. Aber Krimskrams macht natürlich auch Mist, ne? Und da kann eine ganze Menge Geld dann zusammenkommen. So, dann wurde auch viel, auch hier habt ihr mal 20 Euro, könnt ihr euch ein Eis holen oder hier habt ihr mal Geld an die Kinder, könnt ihr euch mal eine Pizza holen oder sonst was. Aber ich war wirklich in einer Annahme, dass wir in der Situation sind, was wir uns
leisten können. Kannst du jetzt rekonstruieren, seit wann der Kredit gar nicht mehr bezahlt wurde? Vor 4 Jahren habt ihr es gekauft? Jetzt im Nachhinein. Ich habe jetzt einige Briefe gefunden. Sie hat teilweise Rechnungen schon gar nicht mehr aufgemacht, sondern einfach im Schrank versteckt. Sind Briefe, die jetzt rausgekommen sind, die ich gefunden habe, wo jetzt das Kind im Brunnen gefallen ist. Wenn ich das jetzt so nachrekonstruiere, seit 2 Jahren haben wir auch Eheprobleme gehabt. Wir haben. Also das läuft dann schon ein paar Jahre. 18 Monate bis 2 Jahre, sage ich. Ja, die Eheprobleme, soweit ich jetzt überschauen kann, ist seit 18 Monaten nicht mehr bezahlt worden. Wir haben uns gestern über die ganze Situation unterhalten. Da hat meine Frau dann auch das erste Mal zugegeben, was sie die Beziehung im Endeffekt beenden wollte, weil sie wusste, was sie nicht mehr aufgefangen kriegt. Aber die Eheprobleme waren damals schon da? Die haben angefangen, wenn ich das Revue passieren las, zu dem Zeitpunkt, wo auch meine Frau angefangen hat, die Geldprobleme zu haben. Ja. Zu der Zeit haben auch die Eheprobleme angefangen. Glaubst du ihr? Oder hältst du es für möglich, dass sie noch mit der Wahrheit hinterm Berg hält, dass da noch irgendetwas ist, wofür sie das Geld ausgegeben hat? Kann ich nicht sagen. Ich glaube, im Moment, dann stand noch mal um jetzt, wie das auch mit dem Haus war, einen Tag später, wie ich das erfahren habe, stand noch mal im Raum, was zu fremd gegangen ist. Ach so. Und da bin ich das erste Mal, wir kennen uns seit 20 Jahren, sind jetzt seit 6 Jahren verheiratet. Das war das erste Mal, was ich handgreiflich geworden bin und der Zeuge klatscht ab. Was natürlich keine Lösung ist und was man natürlich nicht tun sollte. Auch in der schlimmsten Lage nicht, ist ja klar. Habe ich auch im Nachhinein gesagt, ja. Weil mir da die Hand wirklich ausgerutscht ist. Ich bin kein Typ, der Frauen schlägt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe schon so oft in der Scheiße gesessen, auf Deutsch gesagt. Ich als Jugendlicher. Wie oft ist sie denn fremdgegangen? Das hat sie im Nachhinein als Bruchschluss rausgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, sie ist nicht fremdgegangen? Nee, jetzt stand im Raum, was fremdgegangen ist. Ich habe sie beide zur Rede gestellt. Und das ist wohl aus einer Gerüchte-Ecke ein Tratsch gewesen, den man mir dann in der Situation auch noch zugetragen hat. Und ich bin nervlich ziemlich runter. Also da ist so richtig bei euch die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt. Richtig. Ich stehe mit 3 Kindern da. Diese Rate, die sie nicht bezahlt hat, wie hoch war die Rate für das Haus? 650 Euro. Jetzt hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs so gesagt, als ich gefragt habe, du bist mit deiner Frau da jetzt noch zusammen in dem Haus. Und da hast du gesagt, ja, ich bin mit ihr zusammen und das soll auch so bleiben. Du stehst weiter zu dieser Frau, zu deiner Frau? Ja. Obwohl sie dich jetzt so reingeritten hat? Die Vertrauensbasis, das habe ich auch gesagt, ist weg. Nur, ich habe ja auch jetzt gestern gesagt, was ich sie immer noch lieb. Liebst du sie wirklich noch oder sind es eher die Kinder, die im Vordergrund stehen für dich? Nee. Du liebst sie noch? Ja. Wie alt sind die Kinder? 15, 8 und 5. Klar, spielen die Kinder auch einen Aspekt. Ich habe gesagt, ich bin seit heute in ärztlicher Behandlung. Ich habe auch gesagt, wenn die Kinder nicht wären, hätte ich mir eine Kugel im Kopf geschossen. So. Ich glaube, also wenn du sagst, dass du die Frau noch liebst, ist das im ersten Moment nicht so verständlich für einen Außenstehenden, aber das muss man natürlich respektieren und ist vielleicht langfristig gesehen sogar eine tolle Einstellung. Aber ich glaube, dass da ist jetzt so viel kaputt gegangen, dass ihr beide professionelle Hilfe braucht, ihr beiden zusammen. Ich bin heute beim Arzt gewesen, ich nehme auch hier die Diazepam seit heute. Meine Frau hat jetzt gesagt, sie will auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Aufarbeiten, was im Laufe der Zeit jetzt passiert ist. Ich finde auch, dass in einem gewissen Rahmen ihr das auch zusammen machen müsst. Denn das hört sich auch für mich so an, als wäre da noch viele Sachen im Hintergrund bei deiner Frau, die vielleicht unter Umständen auch mit eurer Ehe zusammenhängen. Also muss eine Eheberatung hier.
Da muss jetzt wirklich, jetzt ist die Situation so ernst, dass alles auf den Tisch gelegt werden muss. Das habe ich auch gesagt. Wir sollten vielleicht auch versuchen, hatte sich ein regelrechtes Lügengerüst zusammengestrickt. Mhm. Das habe ich auch gesagt. Mhm. Und wie sie gemerkt hat, die ersten Stangen aus dem Gerüst brechen. Mhm. Danach hat sie dann auch krampfhaft versucht, wegen Kleinigkeiten haben unsere Haare gekriegt und alles. Und da hat sie gestern das erste Mal zugegeben, was das eigentlich deswegen war, weil sie gedacht hat, dann können sie dem Ärger aus dem Weg gehen. Mhm. Glaubst du denn, dass sie dich noch liebt? So wie sie sagt, ja. Mhm. Ja. Aber das weiß man alles nicht genau. Im Moment wird viel gesagt. Die Situation ist so emotional. Ich würde euch sehr, sehr, sehr dringend eine Eheberatung empfehlen. Neben euren Einzelbehandlungen, die ihr schon angefangen habt, die ich auch richtig finde, in der Lage. Wie geht das denn jetzt weiter? Wo zieht ihr hin? Wissen wir noch nicht genau. Wir haben eine Wohnung in Aussicht. Mhm. Ist nicht unbedingt ein Traumviertel, wo ich ganz einfach sage, ich will mit meinen Kindern auch nicht da bleiben. Ja. Weil das ist so ein, hier in der Ecke, sage ich einfach mal, ein Drogenhochbusch. Mhm. Ich kann mal so da von der neuen Wohnung aus, wenn ich da aus dem Fenster gucke, kann ich da hingucken, wo die ganzen Junkies abhängen. Ja. Und ich habe gesagt, ich bleibe mit meinen Kindern nicht da. Ja. Wenn das Haus zwangsversteigert wird, bist du denn dann wenigstens von den Schulden runter? Nee. Nee. Das heißt, wie viele Schulden bleiben noch? Ich habe überschlagen, ich habe noch keine genauen Angaben. Wir haben das Haus für 125.000 gekauft. Mhm. Das heißt, 85.400 war der Versteigerungserlass. Mhm. Da bleibt dann eine ganze Menge übrig. Mhm. Plus der Zinsen, alles habe ich um die 50.000, 60.000 gerechnet, wo ich glaube, hängen bleibe. Mhm. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen und wie gesagt, auch der Arzt, wie ich dem sagte, ich wusste davon nichts. Der hat mir wahrscheinlich auch nicht so geglaubt, aber das ist Tatsache. Aber du hast dich einfach nicht um die finanziellen Sachen gekümmert. Da war dein Vertrauen, das wird die Frau, das regelt die Frau schon. Richtig. Mhm. So war auch die Abmachung und ich habe früher viel Mist gemacht. Ich bin jetzt seit 10 Jahren absolut straffrei. Mhm. Ich habe vorher auch als Jugendlicher und teils Erwachsener Haftstrafen abgesessen. Meine Mann, hast du es geschafft und dann reißt dich jetzt eine andere Person rein. Richtig. Das ist ja wirklich heftig. Das ist wirklich heftig. Das Schlimme für mich ist, ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich weiß auch nicht, wenn da werde ich irgendwann, wenn ich die Kraft dafür habe, einen Anwalt mit beauftragen, ob da eventuell von der Bank Formfehler gemacht worden sind oder Verfahrensfehler, weil mit mir hat nie einer ein Gespräch geführt von der Bank. Ja, vielleicht hat sie das alles so geschickt lanciert. Mich wundert so sehr, dass der Zorn nicht so groß ist auf die Frau. Ich bin relativ wütend gewesen. Ich sage ja auch, mir ist die Hand auch ausgerutscht. Ja, ja. Du bist ja auch sehr angeschlagen, das merkt man ja auch. Das ist mir auch noch nie passiert. Nüsse geschlagen habe, in all den Jahren nicht. Und pass auf, Werner, die Sendung ist jetzt gleich rum. Ich finde, dass ihr das machen müsst. Wenn ihr eine Chance haben wollt, ihr beiden, müsst ihr zusammen zu einer Beratung, zu einem Therapeuten. Nur so geht das. Und da muss wirklich schamlos alles auf den Tisch. Nur so geht es. Ich würde dir gerne jetzt noch meine Psychologin geben, die dir ein bisschen noch Informationen an die Hand reicht, wo und wie du das machen könntest. Ja, okay. Ja, dann legst du bitte auf. Wir rufen dich jetzt gleich zurück. Das heißt, Sabine ruft dich an. Und ich wünsche, dass ihr einigermaßen euch dann aus dieser schlimmen Situation wieder herausretten werdet in absehbarer Zeit. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen heißt unser Thema mit 66 Jahren, Pünktchen, 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 über die Vor- und Nachteile des Älterwerdens. Ich möchte gerne mit euch reden. Ist es schön, alt zu sein, älter zu werden? Oder ist es eher beschwerlich, traurig, einsam? Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen unter unserer bekannten Telefonnummer. Und um 1 sind wir dann wieder hier bei 1 Live, im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.